Das Führen von Wobblern kann richtig schwierig sein. Es gibt allerdings ein paar Möglichkeiten und Tricks, das deutlich leichter hinzukriegen. Also legen wir los. Ich bin hier am Kuori. Ab Level 16 kann man ja hier hin und das Gewässer bietet sich an, um eben auch hier den Wobbler zu verwenden. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wobbler zu verwenden. Einmal natürlich mit einer Route und der Führung des Wobblers oder man verwendet ihn einfach in Kombination mit dem Boot. Das heißt, man schleppt dann einfach die Wobbler mit dem Boot durch das Gewässer. Wir fangen natürlich an mit der Führung und den Führungsmöglichkeiten von so einem Wobbler und wie man den im Idealfall durchs Wasser zieht. Ja, zum Testen der Führung habe ich mir jetzt hier das zuletzt noch gekaufte Set zusammengebaut. In den vorherigen Videos sind wir ja einmal durchgegangen, wie das Spinning funktioniert, wie die Blinker funktionieren. Beide Methoden kann man natürlich auch hervorragend hier am Kuori verwenden. Gerade wenn man noch nicht so ein hochwertiges Set hat, vielleicht sogar mit diesem Belaya-Set hier angelt, kann man eben auch am Kuori sehr, sehr gut mit dem Spinner rumhantieren oder eben auch die Blinker hier durchziehen und da, weil das Gewässer ja richtig schön tief ist, auch hervorragend diese Stop-and-Go-Führung üben, einfach hier den Blinker reinwerfen, langsam durchziehen, schnell durchziehen, wie gesagt in dem letzten Video auch schon erklärt. Oder natürlich auch den Blinker hier mit dem Boot schleppen, auch das funktioniert. Jetzt wie gesagt hier das Durchziehen der Wobbler. Ich habe jetzt in dem Fall einfach mal einen Blast Funky Minnow verwendet mit dem, ja, mit der kleinen Info F11. F- und S-Variationen gibt es, einmal Floating, schwimmende und eben sinkende Wobbler, also die zwei Varianten gibt es. Heißt also, wenn wir den hier auswerfen, sehen wir, er schwimmt an der Oberfläche und sobald man dann eben durchzieht, na gut, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig Schnur gewesen, aber sobald man dann durchzieht, zack, geht der eben nach unten. Das ist genau der Effekt, den wir haben wollen. Runterziehen und er taucht wieder auf. Das ist eigentlich immer die gleiche Bewegung. Auch das wollen wir wieder haben. Das kriegt man auch zum Beispiel hin, wenn man die rechte Maustaste drückt. Der geht runter und er geht wieder hoch. Er geht runter und er taucht wieder auf. Genau das ist die Bewegung, die wir quasi machen wollen. Das heißt, wir kurbeln ein, zucken nochmal ein bisschen, kurbeln, zucken ein bisschen. Und das ist genau das, was eben dann die Fische triggert. So soll das im Idealfall sein und diese Führung, die müssen wir halt jetzt gleich so ein bisschen optimieren, dass das klappt. Gucken wir uns das Gerät hier nochmal eben kurz an im Detail. Ich habe jetzt hier 1.0er Haken drauf. Das ist schon, ich sag mal, ein mittelgroßer. Man könnte hier auch noch größere Haken verwenden und auch durchaus Haken verwenden, die nicht puschelig sind. Diese Puschelhaken sind da nicht zwingend notwendig. Wie gesagt, manche Fische reagieren da vielleicht ein bisschen besser drauf, aber auch diese ganz großen hier, auch sowas wie der Kuorski, der hier im Wasser drin ist, der reagiert da eigentlich weniger drauf. Hechte reagieren da eigentlich auch nicht zwingend drauf. Also da muss man nicht unbedingt diese Puschelhaken verwenden. 1.0er, vielleicht sogar noch eine Stufe größer, kann man hier bei diesem Format gut verwenden. Auch hier zählt wieder, es muss einfach so einigermaßen passend aussehen. Hier werden ja sehr, sehr kleine bis sehr, sehr große vorgeschlagen. Die kann man halt drauf machen. Aber ich sag mal, sowas wie einen 1.0er bis 2.0er reicht hier, glaube ich, komplett. So, dann legen wir mal los. Das heißt, wir werfen die Route jetzt einmal aus. Ich mache mal nicht ganz so weit. Und dann haben wir eben verschiedene Möglichkeiten. Ich muss das selbst natürlich jetzt erstmal ein bisschen testen. Sagen wir, ich kurbel mal jetzt hier nur mit einer ganz langsamen 10er Einholgeschwindigkeit ein. Drücke dann die rechte Maustaste. Und dann gucken wir mal, ob wir hier, da haben wir schon ins Twitchen reinkommen. Das ist eben die eine Führungsmethode. Man zieht durch und twitcht. Das geht relativ langsam eben ganz gut. Was dabei wichtig ist, man muss halt die Route in einem leichten Winkel, so leicht schrägen Winkel zur Schnur, zum Köder halt führen. Ein bisschen schräg halten und dann switchen. Und dann seht ihr auch hier, die Schnur leiert so ein bisschen runter. Die wird eben kurz locker und dann wird sie wieder stramm.
Das, wie gesagt, funktioniert eben hervorragend, wenn man da relativ langsam unterwegs ist, weil die ja dann immer noch so ein bisschen wieder auftaucht und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann das Ganze auch ein bisschen, also wenn man da Schwierigkeiten mit hat, man kann das auch ein bisschen leichter machen. Das heißt, ihr nehmt eure Rolle, kurbelt einfach nach ganz oben hier mit der Einholgeschwindigkeit 50. Dann werfen wir nochmal aus. Ich mache auch hier jetzt nicht ganz so weit. Und dann machen wir einfach nur mit der 50 eine Drehung, eine Drehung. Jetzt kriege ich mal so ein bisschen aus der Sonne raus. Dann haben wir hier auch wieder das Twitchen. Einfach nur diese eine Umdrehung. Zack. Bisschen Pause. Das ist, glaube ich, die leichtere Möglichkeit, den Köder zu führen. Im Wasser sieht man jetzt auch da, er taucht ab, er geht wieder hoch. Er taucht ab, er geht wieder hoch. Genau das ist das, was wir hier eigentlich vorführen oder eigentlich dem Fisch irgendwie vorgaukeln. Es ist halt ein Köderfisch, der irgendwie so eine leichte Macke hat. Also genau das Richtige, was halt ein Raubfisch sich greift. Das kann man auch immer noch mit gedrückter Shift-Taste machen. Und da muss man eben gucken, das funktioniert natürlich besser an stehenden Gewässern. Bei strömenden Gewässern, also mit Strömung, muss man wirklich gucken, ob man das halt mit der Strömung vielleicht besser hinkriegt oder gegen die Strömung. Da ist es, wie gesagt, deutlich schwieriger. Und es kommt noch dazu, gerade wenn man auch diese S-Köder verwendet, diese sinkenden, die halt nicht wieder hochgehen, auch da ist es ein bisschen schwieriger. Die kann man eigentlich immer ganz gut verwenden fürs Schleppen, weil man ja beim Schleppen eh die ganze Zeit rumfährt quasi und gar nicht diese Pause hier hat. Also, das ist hier die Führung sozusagen dann mit dem Wobbler per Hand. Zack, da geht er wieder nach oben. Runterziehen und er geht wieder nach oben. Genau das ist es. Übrigens richtig gut auch fürs Hechtangeln, wenn ihr dann hier speziell auf Hechte gehen wollt, hier oben in diesem Bereich. Hier ist ja alles schön mit dem Gras und mit dem Schilf. Dann hier einfach in diesem Bereich hier zwischen gibt es zwei so Lücken, dass man das da dann einfach so reinwirft und durchzieht. Und da ist es dann eben auch richtig gut mit diesem Wobbler. Oder für Hecht auch immer wieder gut die Ugly-Serie hier, diese kleinen schäbigen. Gucken wir da mal kurz rein. Genau, diese kleinen Dinger hier auch mit einem richtig dicken Haken, weil ich die eben auch immer schön fürs Hechtangeln verwende. Dementsprechend ist der jetzt im Verhältnis zu dem Köder deutlich größer, der Haken. Aber die funktionieren auch immer ganz gut auf Hecht. Ich ziehe mal eben ein bisschen näher. Das Schöne bei denen ist, die haben eine Tauchtiefe und das ist eben auch ein bisschen wichtig. Da muss man halt immer ein bisschen drauf achten. Die Tauchtiefe der Wobbler, gehen wir mal hier ins Detail, da haben wir sie dran stehen, Tauchtiefe nur 30 cm. Das heißt, beim Einkurbeln taucht er maximal eben diese 30 cm ab und mehr auch nicht. Da muss man eben drauf achten, wo verwendet man den Wobbler, an welchem Gewässer, wie tief ist das Gewässer, auch beim Schleppen natürlich später interessant. Es macht ja keinen Sinn, hier an dem Gewässer, wenn man hier vielleicht in einem flachen Bereich rumfährt, einen Wobbler zu verwenden, der vielleicht 8 Meter tief oder 7 Meter tief taucht. Das macht halt keinen Sinn. Auch bei 3 Metern wird es hier, glaube ich, schon eng. Da könnte man immer mal wieder auf den Grund gegenstoßen. Das heißt, beim Schleppen fährt man im Idealfall dann mit so 2-3 Meter tief tauchenden hier durch diese Rinnen oder eben auch hier um die Insel herum. Das ist ja quasi wie schon wie vorgezeichnet. Oder man fährt eben hier so verschiedene Routen. Auch diese hier zwischen 3, 4 Meter, 7 Meter, also diese Route hier hin und her, macht immer wieder Sinn, lohnt sich absolut. Natürlich ganz klassisch hier um die Insel herum. Das geht auch immer gut. Oder einfach hier das 13-Meter-Loch rauf und runter. Auch das sind einfach so ein paar Routen, die am Koori immer sehr gut funktionieren mit den Wobblern. Grundsätzlich muss man sagen, und das zählt ja für alles beim Kunstköderangeln, die Farben sind wichtig und die Formen sind wichtig. Und da sieht man dann eben auch bei den Cranks, gibt es dann eben eher so eine etwas längliche Form. Dann gibt es ja auch noch die Minnows, auch da ganz dünn und schlank. Beziehungsweise dann noch hier von den Cranks diese ründliche Form.
auch das kann halt manchmal deutlich interessanter sein, auch hier bei den selbstgemachten. Das variiert dann eben zwischen den runden Formen und dann eben den länglichen und etwas dünneren Formen. Die populärsten sind natürlich hier die Balsamino, also dann eben, wie gesagt, die länglichen oder hier, wie gesagt, die runden. Wenn man also die Form schon mal rausgefunden hat, dann hat man da schon mal einen guten Hinweis und dann kommt es eigentlich nur noch auf die Farbe beziehungsweise so ein bisschen auch auf die Tauchtiefe an. Das, wie gesagt, einfach mal raus, das muss man halt rausprobieren, raustesten, raussuchen für sich, was da am besten funktioniert. Ich würde sagen, wir steigen mal eine Runde ins Boot und da zeige ich dann auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, wie man quasi am Boot die Wobbler auch noch ein bisschen mehr in Action bringen kann. So, ich werfe die Ruten einfach mal eben aus. Ich zeige dir natürlich auch gleich, wie die zusammengebaut sind. 1, 2 und Nummer 3. Und da ist auch schon, 3 lasse ich direkt mal drin. Da ist auch schon direkt was dran. Irgendwas Kleines, ein kleiner Barsch wahrscheinlich. Alter, eine winzige Seewahn. Verrückt. Okay, so, weiter geht's. Jetzt dritte Rute auch mal raus. Dann haben wir sie alle drei. Zack. Also, wichtig ist beim Schleppen Mindestabstand ungefähr 10 Meter. Wir wollen ein bisschen Abstand halten vom Boot, denn das Boot ist ziemlich laut, es scheppert hier die ganze Zeit rum. Also wollen wir diese Scheuchwirkung so ein bisschen vermeiden. 10 Meter Abstand halten, ein bisschen drauf achten, die Köder kommen ja auch wieder ein bisschen näher dran. Zack, da haben wir schon einen Biss. Einmal kurz anschlagen und dann hier ranziehen. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Köderarten verwendet. Komm mal ran hier, Alten. Die wollen wir aber eigentlich nicht, die Hechte. Zwei verschiedene Köder, links und rechts jeweils einen Crank und hier einen Snatcher. Da können wir mal eben kurz reingehen. Relativ teurer Köder, muss man auch sagen, gerade wenn man den mit dreimal guten oder verbesserten Haken eben dann verwendet, dann kostet das richtig Kohle, deswegen will man da auf gar keinen Fall Hechte drauf haben. Nichtsdestotrotz verwende ich in den letzten Monaten eigentlich nur noch ausschließlich Vorfächer in der Stärke, so um die 12 Kilo bis maximal 15 Kilo. Das sind die beiden Gewichtsklassen, mit denen ich hier schleppe, reicht völlig aus. Natürlich geht man da ein bisschen mehr in den Drill rein, aber das kann man ja auch gerne. Warum denn auch nicht? Es geht einfach da auch um die maximale Reduzierung der Scheuchwirkung. Man kann natürlich noch leichter hier reingehen, so unter 10 Kilo, aber dann wird es auch schon richtig knapp und haarig, wenn man hier mit einem 9 Kilo Vorfach unterwegs ist. Ja, kann man machen. Dann ist man ja schon fast im Ultralight-Bereich unterwegs. Also, eine Möglichkeit jetzt hier noch diese Route oder dem Köder noch mehr Action zu verleihen ist, maximale Einholgeschwindigkeit und dann auch nochmal mit Shift, ihr seht, wir kommen hier ins Twitchen rein, nochmal kleine Umdrehung machen. Das heißt, man schleppt hier durch, man zieht sowieso die ganze Zeit und macht dann einfach hier nochmal extra diese kleinen Bewegungen und zack, triggert es zusätzlich auch nochmal einen fantastischen Brocken. Die kleinen Barsche, die sind immer hier drin natürlich. Ich habe jetzt hier gerade, oh, ein dicker Kandidat, da war wohl gerade eine Barsch-Area. So, werfen wir wieder aus. Bremse ist immer noch relativ locker, das stelle ich dann gleich ein, wenn da mal ein dicker Brocken reingeht. So, wieder raus damit, zack, und jetzt müssen wir hier, wir sind schon hier am 13 Meter Loch. Wir müssen hier so langsam mal in die Kurve gehen und dann natürlich ein bisschen mitsteuern und lenken. Ja, das ist allerdings, wie gesagt, jetzt eigentlich schon alles, was man eben so mit den Wobblern gut machen kann. Also einmal die Führung per Hand sozusagen, einfach irgendwo am Ufer stehend und dann rauswerfen, soweit es geht und dann langsam einkurbeln. Dann natürlich hier das Twitchen vom Boot aus. Eben auch hier wieder mit dem Einkurbeln zusätzlich nochmal Action machen. Was man noch machen könnte, jetzt lassen wir das nochmal eben auslaufen, das Twitchen. Bügel einfach auf. Mit Enter. Jetzt haben wir hier Führung mit Zwischenstopp. Zack, da machen wir den Bügel wieder zu. Der Köder rast wieder runter. Wir machen ihn auf. Der Köder bleibt stehen. Beziehungsweise, wenn es ein Auftreibender ist, dann geht er natürlich an die Oberfläche und in dem Moment, wo man wieder zumacht, saust der Köder quasi wieder nach unten. Auch das ist so eine Möglichkeit, da zwischendurch mal zu triggern. Wenn man das gemacht hat, dann kann man dann wieder natürlich hier einkurbeln. Zack, zack, zack und kommt dann da wieder
in die nächste Führungsmethode rein. Und damit variiert man dann quasi. Jetzt kurbel ich ja die ganze Zeit Schnur ein. Das ist schon ein bisschen flach jetzt hier. Deswegen wird das gerade ein bisschen schwierig. Mal schnell wieder ein bisschen umdrehen. Also einkurbeln. Wenn man das dann gemacht hat, dann wieder den Bügel aufmachen. Bügel zu. Und dann nach einer Zeit wieder ein bisschen einkurbeln. Und so kann man dann eben hier mit dieser aktiven Rute schön nochmal ein bisschen mehr Action machen. Wichtig natürlich, als aktive Rute nehmt da das Beste an Gear, was ihr habt. Denn im schlimmsten Fall, wenn jetzt links und rechts überall Bisse dran sind, müsst ihr ja die aktive Rute am schnellsten rausbekommen, damit ihr euch dann um die anderen hier kümmern könnt. Hier drehe ich mal ein bisschen hoch. Ja, komm mal ran hier, Alter. Die Sefo. Ja, so ist das Set hier auf den beiden anderen Routen zusammengebaut. Hier verwende ich gerade zwei Routen, die speziell nochmal für Wobbler einen Plus haben auf die Führung von Wobblern. Heißt dadurch eine erhöhte Chance, Trophäen zu fangen. Und hier dann auch das Vorfach entsprechend dünn eigentlich auch zusammengestellt. 19 Kilo Monoschnur hier in Verwendung, reicht komplett auf diesen sehr großen Rollen. Wenn man mit kleineren Rollen unterwegs ist und im Spinning-Bereich unterwegs ist, nimmt man im Idealfall natürlich geflochtene Schnur, dass man ausreichend Meter auf der Rolle drauf hat. Hier, wie gesagt, reicht das mit fast 300 Metern Dicke. 15 Kilo an Tragfähigkeit vom Vorfach, Fluorocarbon natürlich, reicht auch. Und dann, wie gesagt, hier die Dodger Cranks in Blau laufen immer wieder gut. Hervorragende Haken sind da dran, dass einem die Fische da auch nicht so schnell ausschlitzen. Und dann lüppt der Lachs im Idealfall. Ich bretter mal schnell wieder zurück. Ja. Ziehe hier nochmal den ein oder anderen Brocken raus. Zack, raus damit. Die Stunde nutzen wir natürlich jetzt hier. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren, damit ihr auch die nächsten Tutorials nicht verpasst. In den nächsten Tutorials geht es dann ums Spinfischen. Und dann geht es weiter in die Jig-Montagen. Dann wird es wild. Dann geht es an die Gummifische. Wie man, wie gesagt, mit den verschiedenen Jig-Montagen klarkommt. Petri. Und bis zum nächsten Mal im Livestream montags, mittwochs und freitags auf Twitch. Bis dahin.